Hallo. Hallo. Wie finden Sie es heute hier? Sehr interessant. Welchen Bezug haben Sie zu der Stadt Jugendpflege? Einen sehr positiven Bezug, weil ich die Arbeit sehr schätze. Ich war früher, nicht in eurem Alter, ein paar Jahre älter. Als ich ein paar Jahre älter war als ihr heute, da war ich im Stadtjugendring mit aktiv und habe mit dem Helgo Schmidt, 1986 war es, das Live-Rock mitorganisiert, auch ein bisschen was mit der Stadtjugendnacht gemacht. Also von daher habe ich zur Stadtjugendpflege ein sehr positives, sehr inniges Verhältnis. Okay, und wir sind ja der Fotokurs. Und wie finden Sie Fotografieren? An sich ganz spannend, wobei die heutigen Digitalkameras mir das Leben etwas leichter machen, weil ich immer falsch eingestellt hatte. Und wenn man das heute auf Automatik stellt, dann ist das für jemanden wie mich sehr hilfreich. Was haben Sie in Zukunft für Kinder und Jugendliche in der Stadt Jugendpflege vor? Also ich habe nichts Spezielles vor. Ich denke, das, was an Arbeit hier gemacht wird, was der Edgar Stäube und das ganze Team hier auf die Beine stellen, das ist sensationell. Das ist richtig toll. Da braucht es nicht noch irgendwelche besonderen, tollen Ideen vom Bürgermeister. Ich glaube, das läuft schon richtig gut. Ich hatte es ja eben schon gesagt, nächstes Jahr werden wir das Jugendhaus sanieren, von der Außenhöhle her und im Dach oben. Und da bringen wir, glaube ich, auch noch einiges dann rein, sodass man dann hier auch vernünftig seine Zeit verbringen kann. Okay, danke fürs Interview. Gerne, viel Spaß noch. Danke, tschüss. Hallo, neben mir sitzt der Chef der Stadtjugendpflege. Hallo, Edgar. Ja, hallo. Was arbeiten Sie hier eigentlich so oder bieten Sie Kurse hier an? Also ich muss natürlich eine ganze Menge Sachen machen, die ihr aber nicht sehen könnt. Aber ich bin auch oft dabei, wenn es zum Beispiel jetzt um Theater geht oder so, habe ich auch eine eigene Theatergruppe. Wenn Sie so viel arbeiten müssen hier, haben Sie dann eigentlich noch Zeit für Hobbys? Oh ja, unbedingt. Hobbys sind ganz wichtig. Ich bin zum Beispiel Läufer. Ich laufe gerne, ich fahre Kanu. Bin absoluter Disc-Jockey, mache unheimlich gerne Musiksachen und so. Da habe ich schon einiges zu tun. Wie kamen Sie eigentlich zu der Stadt Jugendpflege oder haben Sie das irgendwie hier übernommen von irgendjemandem? Also vererbt habe ich das nicht gekriegt, aber ich bin natürlich vom Beruf Sozialarbeiter und ich bin vor ungefähr 10 Jahren hierher gekommen, habe mich beworben auf eine Stelle, ja? Und dann hat der Bürgermeister gesagt, ja, der Stäube ist, glaube ich, ganz gut dafür, den nehmen wir mal. Okay, ist die Stadt Jugendpflege nur hier oder ist die auch noch woanders? Eigentlich ist die Stadt Jugendpflege soll eigentlich die gesamte Kinder- und Jugendarbeit machen in der Stadt. Ja? Also eigentlich wollen wir alle Jugendlichen und Kinder ansprechen. Das ist unser Ziel. Aber wir haben Häuser zum Beispiel jetzt in der Begegnungsstätte, in der Hohen Luft, im Zellersgrund und in ein paar Ortsteilen auch. Also haben wir richtige Jugendclubs und die gehören alle zur Stadt Jugendpflege dazu, so wie das Kinder- und Jugendhaus eben auch. Wie finden Sie eigentlich diesen Fotokurs hier oder fotografieren Sie selber oder gar nicht, überhaupt nicht? Also ich fotografiere total gerne. Ich bin, glaube ich, der Einzige, der zu Hause nie auf dem Foto ist, weil ich immer hinter der Kamera stehe. Den Kurs finde ich natürlich total klasse. Was ich manchmal ein bisschen schade finde, ist, dass man euch zu wenig sieht. Also, dass ich dann gar nichts von euch mitkriege, weil ihr irgendwo in irgendeiner kleinen Ecke seid und so weiter. Da kriege ich manchmal zu wenig mit. Also, da würde ich gern mehr sehen. Bieten Sie nur den Theaterkurs an oder noch andere Kurse hier? Ich bin für alle Kindergärten zuständig noch. Ich bin für die gesamte Kinder- und Jugendarbeit der Stadt zuständig, mache noch die Theatergruppe und bin auch, wenn ich kann, solange ich, wenn ich nicht so alt dafür bin, auch noch bei allen Ferienspielen und so mit immer dabei. Also ich organisiere alles mit, aber ich kann nicht überall dabei sein. Das geht nicht. Okay, vielen Dank und noch hier viel Spaß. Ja, vielen Dank für das tolle Interview und ich glaube, das hat mir jetzt sogar richtig Spaß gemacht. Hallo Helgo. Hallo. Darf ich dir ein paar Fragen stellen? Na klar. Gut, was machst du hier in der Stadtjugendpflege so? Das frage ich mich auch immer wieder, aber ich bin der Leiter des Jugendhauses und habe so das eine oder andere Aufgabe. Okay, was bietest du hier für Kurse an? Ich ganz speziell Schwimmen und Sozialtrainings mit Schulklassen. Okay, was machst du in diesem Sozialtraining für Schulklassen? Kleine Kinder ärgern und gucken, dass sie ein bisschen besseres Sozialverhalten haben und dass sie dann als Team arbeiten innerhalb von 2 Tagen. Okay, und im Schwimmen? Da bringe ich den Schwimmen bei oder auch andere Sachen, Tauchen, Schnorcheln im Moment und auch Presslufttauchen. Mhm, wann findet das ungefähr statt, das mit dem Schwimmen? Immer im Winterhalbjahr, samstags von 10 bis 12 und von 13 bis 15 Uhr.
Sozialtrainings immer so zu Beginn des Schuljahres durchgängig mit vielen Klassen von der Konrad-Duden-Schule und alle 7. Klassen vom Obersberg. Okay, dann vielen Dank und jo. Ihnen noch viel Spaß hier. Danke, dir auch. Hallo, neben mir ist Dieter. Hallo Lara. Wie sind Sie zu dem Beruf gekommen oder was ist Ihr Beruf eigentlich hier? Also mein Beruf ist der des Erziehers und ich arbeite jetzt seit 13 Jahren in der Begegnungsstätte im Helfersgrund. Und was macht man da? Man betreut Kinder und Jugendliche, man betreibt eine Hausaufgabenhilfe, man spielt mit ihnen und man hilft ihnen bei Bewerbungen. Okay, und wie finden Sie es heute hier? Wunderbar, ein tolles Programm unten im Hauptraum und von hier oben habe ich noch nicht so viel mitbekommen, deswegen bin ich jetzt mal hier. Wie fotografieren Sie auch gerne? Ja, das ist heute mein Auftrag auch gewesen, hier bei dem Tag der offenen Tür, alles im Foto festzuhalten, was auf der Bühne passiert. Sie machen ja auch noch das Kanufahren und wann findet das denn immer statt? Ja, das Kanufahren, das haben wir früher hier von der Stadtjugendpflege aus angeboten. Die Gruppe war dann auf 20 Kinder und Jugendliche angewachsen und dann haben wir das mit dem Verein komplett übernommen. Die Stadtjugendpflege ist da raus. Wir treffen uns immer donnerstags in der Zeit von 17 bis 19 Uhr im Vereinsheim und dort können Kinder und Jugendliche das Paddeln lernen und viel Spaß mit uns auf und im Wasser haben. Ja, danke für das Interview. Tschüss. Immer wieder gerne, danke. Neben mir sitzt Buddy. Hi. Wie kamst du zu der Stadtjugendpflege? Ich habe vor 13 Jahren hier ein Praktikum gemacht und seit 11 Jahren bin ich festangestellt. Okay, was bietest du für Kurse an? Ich mache den Kids Day und den sogenannten offenen Bereich, das heißt die offene Jugendarbeit, die unten eine Etage tiefer stattfindet. Was macht ihr bei diesem Kids Day so? Also der Kids Day, der findet immer montags von 15 bis 18 Uhr statt. Die Kinder entscheiden eigentlich, was wir machen. Wir machen immer ein Halbjahresprogramm mit ihnen zusammen. Das heißt, wir machen Techniktage, haben LED-Bilder gebaut. Wir machen Weihnachtsbäckerei nächste Woche, wo dann der Jokey auch als Gaststar sozusagen dabei ist und mithilft. Wir machen Exkursionen. Wir waren schon in Planetarium in Fulda und ja, solche Sachen die ganze Zeit, jede Woche. Macht dir das hier Spaß oder hast du auch manchmal Tage, wo du sagst, oh nee, heute habe ich gar keine Lust, hier hinzugehen? Bis jetzt hatte ich immer Spaß. Okay, was machst du mit Kindern? Was machst du mit Kindern, die jetzt zum Beispiel sich falsch verhalten oder die jetzt hier andere angreifen? Nur es gibt Jugendhausregeln, an die müssen sich halten und die Konsequenzen stehen dahinter. Das heißt, wenn es jetzt irgendwie halt nicht hört auf die Regeln, kann es bis zum Hausverbot gehen. Wie findest du hier diesen Kurs? Foto von Jutze, absolut spitze. Ich bin immer auf der Homepage unterwegs und gucke mir die neuesten Podcasts an. Okay, fotografierst du auch selber gerne oder sagst du, nee, das geht überhaupt nicht? Naja, so ein bisschen knipsen kann ich schon, aber natürlich nicht so professionell wie ihr hier. Ja, dann vielen Dank und noch viel Spaß hier. Dankeschön, ciao.